Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ihr wundert euch garantiert, warum ich in Jacke bin. Ganz einfach, hier ist Durchlüften angesagt, weil ich komme gerade von draußen. Hab ja das 7000 Abo Spezial hier gedreht. Das ist ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe. Ich denke mal, das werde ich in mehrere Parts teilen müssen. Und dann kamen hier noch zwei Pakete. Das wird ein Vor-Unboxing. Und jetzt machen wir aber nochmal Odin war shoppen, beziehungsweise Odin war einkaufen. Und zwar habe ich hier eine Tüte von Otto. Da liegt hier eine Hose und hier eine habe ich an. Eine von den neuen, die passen auch. Ich habe jetzt hier nochmal eine Hose. Ein Hosenpaket. Die werde ich heute auch noch anprobieren und dann gehen die, die nicht passen, wieder zurück. Da werde ich dann auch nochmal ein Video machen, denke ich mal, für die Leute, die interessiert, über die... Wie heißt die Hose? Ach, ey, ich und mein Gedächtnis, ey. CNB. Kipo and Becks oder so heißen die. CNB. Da werde ich auch nochmal ein separates Video machen und die drei Hosen, die ich dann ausgewählt habe, oder falls es doch nur zwei sind, euch zeigen. Weil da müsst ihr aufpassen. Die sind genauso groß wie meine 33, 32. Aber es ist eine 36, was ich jetzt anhabe. Die, die hier hängt, die passt, ist eine 33. Die hat relativ gepasst. Aber alle anderen waren grundsätzlich zu klein. Und ich denke mal, das wird mehreren Leuten so gehen. Und vielleicht steht ja eine andere auch auf ein bisschen was extravagante Hosen, die jetzt nicht nur gerade runter sind. Und mir haben die vom Optischen gleich gefallen. Und deswegen... denke ich mal, werde ich da auch nochmal ein Spezialvideo machen, um euch das zu zeigen und zu sagen, bei welchen Hosen ihr da aufpassen müsst. Also da müsst ihr grundsätzlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel die 32 braucht, 33, 34, 35, 36, ja, 35, 36 würde ich dann holen. Ich würde dann alle Nummern sicherheitshalber erstmal durchkurven und am besten, was ich auch rausgefunden habe, von jeder Nummer 2, weil von der, die ich jetzt anhabe und von der, die hängt, da habe ich zweimal die gleiche Größe gehabt, 33, 32. Eine hat gepasst, die andere war viel zu klein, die war wie eine Nummer zu klein. Auch von oben viel weniger Stoff. Von der, die ich jetzt anhabe, haben beide jetzt in der 36, 32 gepasst. Aber eine war etwas enger als die andere und die habe ich jetzt behalten. So. Und dann habe ich jetzt hier nochmal zwei von, wie heißen die denn? Kipo and Bags. Also C-I-P-O und... B-A-X-X. Jetzt eine 36, 32. Und die ist genauso weit, ich habe hier 36 an, von der anderen. Und die ist genauso weit oben wie eine 33. Also da haut es mit den Nummern überhaupt nicht hin. So, dann haben wir hier noch. Ich war nämlich wieder einkaufen, so. Ich habe mir geholt die Hasbro Family, das Hasbro Family Fun Pack, bestehend aus 4 Spielen. Was auch Schwachsinn ist, hier ist Monopoly mit drin. Monopoly habe ich schon. Ja, aber wenn ich die Spiele Risk, Trivial Pursuit und Bogle, also die anderen drei, also Bogle kostet 9 Euro noch was, Trivial Pursuit 14,99 €. Monopoly 14,99 € und Risk auch 14,99 €. Selbst wenn ich Monopoly wegzähle, weil ich es ja schon habe in der Monopoly Family Fun Pack. Da habe ich Monopoly Fun und Monopoly Deal drin. Selbst wenn ich das wegrechnen würde, wäre ich bei 15 und 15 sind 30, 40 Euro. 40 Euro wäre ich. Nur ohne Monopoly. Da kommt ja nochmal mit 14 dazu. Ja, bin ich bei 30, 40... 50, 55 Euro insgesamt wären es, wenn man sie einzeln im PlayStation Store kauft. Deswegen empfehle ich euch, kauft das hier. Hier sind alle drin. Und selbst wenn Monopoly nicht mit bei ist, habe ich da noch Geld gespart, weil die Dinger jetzt so viel kosten. Also wie gesagt, 30, 40 Euro, wenn ich es einzeln kaufen würde, zum Runterladen. Und hier habe ich bezahlt 29 Euro noch was. Ja. Werden wir auch gleich mal aufmachen. Da kann ich dann schön mit meiner Tochter Bogel. Das soll irgendwie Soforterkennung sein oder so. Ich habe mich damit nicht so beschäftigt. Das ist ja auch nur Zusatz.
Mir geht es halt um Trivial Pursuit, weil das kann ich, und vielleicht Risk online mit jemandem spielen, aber hier Trivial Pursuit, das kann ich dann nämlich mit dem Chris, mit dem ich Dings gespielt habe, The Division. Mit dem kann ich das nämlich spielen. So, ach, Risk ist sowas wie Risiko. Trivial Pursuit, ja, ist Risiko. Risk, ach so, Risiko steht auch da, aber steht nur auf der Verpackung, steht nur Risk. Da haben sie das I und das O weggelassen. Also das Risiko heißt aber Risk. Also die Logik verstehe ich bei bestem Willen nicht, warum man ein Spiel, was sich ja so durchgesetzt hat, nochmal abkürzen muss. Also ja, das ist auch eine super Erklärung, wa? Hier ist die Vorderseite, hier haben wir dann eine weiße Seite und da haben wir dann Telefonnummer, Garantie und so was. Spielanleitung. Ja, die Spielanleitung. Eine Zeile. http://support.ubisoft.com. Das ist die Spielanleitung. Oh Gott, ihr Seelen. Ja, und hier ist es. Mein PS4-Spiel. So. Das soll jetzt soweit auch gewesen sein. Jetzt werden wir das mal nach unten machen hier. Oh Gott. Das war Odin war einkaufen. Ich werde auch versuchen, dass ich das jetzt hier noch vor dem Wochenende bearbeitet bekomme und hochgeladen bekomme, dass zum Wochenende das 7000 Abo Spezial kommt. Bis dahin bin ich erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.